Moin und willkommen zu meinem Lesemonat April 2020. Bevor wir zu den Büchern kommen, die ich gelesen und gehört habe, gibt es natürlich wie immer meine ganz kurze Statistik. Ich habe drei Bücher beendet, ein weiteres begonnen, zwei Hörbücher gehört und ein Buch aussortiert. Neuzugänge sind wieder nur zwei bei mir eingezogen. Das habt ihr ja in meinem Neuzugängen-Video schon gesehen. Und mein Sub ist auch wieder um zwei gesunken, nämlich von 43 auf 41. Wenn es so weitergeht, knacke ich jetzt die 40-Grenze im nächsten Monat. Im Mai werdet ihr sehen, ob ich das schaffe. Ich habe mir mal wieder ein Rezensionsexemplar angefragt. Also mal gucken, ob ich das bis Ende Mai so durchhalte. Aber ich bleibe jetzt einfach mal positiv und freue mich, dass die letzten Monate zwar in kleinen Stückchen, aber meine ungelesenen Bücher immer wieder weniger geworden sind. Ja, und was soll ich zum Lesemonat April sonst sagen? Es war ein Monat der Highlights. Es waren zwar nur wenige Bücher, die ich jetzt gelesen habe, aber dafür waren die umso besser. Wir fangen jetzt mit einem Buch an. Ja, ich habe euch irgendwie gefühlt in den letzten Videos auch schon davon vorgeschwärmt und davon berichtet und allgemein so in den letzten Videos immer mal wieder. Aber die Reihe hat es auch einfach verdient. Ich spreche von dem Dämonenzyklus von Peter V. Brad. Ich habe sie endlich beenden können im April. Die Stimmen des Abgrunds ist der letzte Teil, beziehungsweise im Deutschen wurde der letzte Teil ja in zwei Teile aufgeteilt und das ist sozusagen 5.2. Und ich habe 5.1 und 5.2 fast hintereinander weggelesen. Es war richtig, richtig schön, wieder ja, Lieblingscharaktere zu treffen. Ich wiederhole mich, ich weiß, ich sage immer dasselbe. Und ich finde auch, die Welt hat sich so unglaublich entwickelt innerhalb dieser fünf Bände, genauso wie ihre Charaktere. Man erfährt immer mehr. Es wird nicht langweilig, weil man immer mehr in die Tiefe reingeht. Man bekommt immer mehr Protagonisten und ja, immer mehr Protagonisten wachsen eins ans Herz und die begegnen wieder Protagonisten. Es ist ja wirklich eine ganz, ganz tolle Welt, die hier geschaffen wird. Sehr, sehr authentisch mit dem Magiesystem, mit den Dämonen, die jede Nacht aufsteigen und die Menschen massakrieren. Zu Anfang ja, verstecken sie sich nur hinter magischen Siegeln und können diese nicht bekämpfen. Dann treffen wir irgendwann auf Arlen, der sich schwört, er möchte sich nicht verstecken, er möchte ja irgendwie eine Waffe finden, um die Dämonen zu bekämpfen, um ja wieder normal leben zu können, um sich nicht nur verstecken, sondern auch ja, kämpfen zu können. Und wir treffen aber auch noch andere Figuren, die auf ihre Art und Weise sich gegen die Dämonen behaupten. Zum Beispiel ist da Lisha, die zur Kräuterhexe, zur Heilerin, ja, herangezogen wird bzw. ausgebildet wird und sie lernt auch vieles über die Dämonen und vieles natürlich auch über die Wunden, die Dämonen herbeiführen und sie wird in viele Geheimnisse eingeweiht, die nur Kräuterhexen wissen. Dann gibt es noch den Roger, der ja sehr der Musik zugetan ist und auch die Musik hat eine bestimmte Wirkung auf die Dämonen und auch er hat damit eine besondere Macht und alle haben eine sehr unglaublich rührende Vergangenheit und müssen sich durch viele Schwierigkeiten kämpfen. Die Stränge kommen natürlich irgendwann aufeinander und dann werden wieder neue Stränge aufgemacht. Ja, im Laufe dieser Serie, ich meine, es sind jetzt schon über 10 Jahre, die diese Serie mich begleitet, ist einfach viel passiert. Umso schwieriger ist es natürlich immer von diesen Charakteren Abschied zu nehmen und je länger so eine Reihe ist, finde ich jedenfalls, desto besser muss auch das Ende geschrieben werden, beziehungsweise desto höher sind die Ansprüche auf ein gutes Ende. Und ich hatte auch ein bisschen Angst, je näher ich dem Ende gerückt bin, dass der Autor sich nicht genug Zeit lässt, dass mir irgendwelche Fragen offen bleiben. Und weil mir diese Reihe eben so sehr am Herzen liegt, dass ich gehofft habe, dass das Ende gut, ja, mir gut gefällt, weil ich finde ein Ende immer sehr, sehr wichtig in Büchern, wie ich eben von diesen ja, Charakteren loslassen kann. Ich fand das Ende gut, aber ich finde, er hätte sich doch noch ein bisschen mehr Zeit lassen können. Dafür, dass wir halt so viel mit diesen Figuren durchgemacht haben, hätte ich gerne noch ein paar Stränge gehabt, um zu sehen, wie es jetzt weitergeht, wer jetzt
mit wem und wo und was mit der Welt passiert. Also so ein bisschen hätte ich gerne noch mehr gewusst. Das ging mir doch ein bisschen zu schnell. Das Finale war da und dann waren gefühlt nur 3 Seiten für das Ende zum Ausklingen lassen. Ja, ich werde irgendwann auch noch mal ein Video zu der gesamten Reihe machen, dass ich so auf die einzelnen Bände noch mal eingehen kann. Ich finde, dass das Finale auch noch ein bisschen, der Höhepunkt auch noch ein bisschen ausgereifter hätte sein können. Ich wäre, glaube ich, gerne noch ein bisschen länger an dem Ort gewesen, wo es sich entschieden hätte oder entschieden hat. Ich kann natürlich jetzt nur so in Rätseln sprechen, aber die, die es gelesen haben, wissen vielleicht, was ich meine. Man hat immer so drauf hingefiebert, dass die Figuren dorthin kommen, dass man mehr über die Dämonen erfährt. Und das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen. Aber ich denke mal, wie gesagt, ich werde noch mal ein Video drehen, wo ich dann halt auch ein paar Spoiler mit reinbringen werde, um da ein bisschen mehr drüber zu reden. Und ja, aber insgesamt kann ich einfach sagen, es ist einfach eine coole High-Fantasy-Reihe, die ohne Orks, Elfen auskommt und ihre ganz eigene Weltenaufbau hat und viel Böse und Gut vermischt und das ja nicht in Schwarz-Weiß zeichnet, sondern viel in Graustufen. Okay, die Dämonen werden schon sehr dunkel gezeichnet, aber auch die und deren Kultur lernen wir immer mehr und mehr kennen. Das sind nicht einfach nur dumme Zombie-Wesen, die einfach die Menschen abschlachten. Da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Das war auf jeden Fall spannend zu erfahren und die ganze Mystik, die dahinter steckt, hat schon Spaß gemacht. Ich bin aber froh, dass ich jetzt was abhaken konnte, endlich eine Reihe beendet habe, die, ja, es wurde wirklich Zeit. Ich habe mir jetzt noch ein Band mit Zusatzbänden bestellt, beziehungsweise Rezensionsexemplar angefragt. Mal gucken, ob der genehmigt wird. Ansonsten werde ich mir den irgendwann auch kaufen. Es gibt halt so Kurzgeschichten zu verschiedenen Personen aus dem Universum, was es halt nicht in die Hauptreihe geschafft hat, aber die bringt der Autor so nach und nach auch raus. Und ich glaube, ja, als Mega-Fan muss ich die dann auch haben. So, dann habe ich eine kleine Leserunde gehabt mit der lieben Sarah vom Kanal Alice im Bücherland. Es war unsere erste Leserunde zu zweit und das war richtig schön. Wir haben zwar schon öfter Bücher gemeinsam in einer Gruppe gelesen, aber das war jetzt das erste zu zweit und zwar war das Slate House von David Mitchell und auch das war wie gesagt ein echt großes Highlight. Es wird sicherlich in meinen Jahreshighlights auftauchen, weil das war wirklich was Besonderes. Es geht schon so ein bisschen in die Richtung Grusel, Horror und auch so in diese Richtung Haunted House, also Spukhäuser. Aber es ist was ganz Besonderes und Eigenes. Wir haben hier das Slate House, das alle 9 Jahre immer wieder auftaucht und sich einen Gast einlädt. Und diese Gäste kehren aber nie wieder zurück. Und was zunächst als schönes Erlebnis beginnt, wird zu einem, ja, Albtraum, könnte man sagen. Aber warum dieses Haus alle 9 Jahre einen Gast hinzieht und wer dahinter steckt, das muss man selbst erfahren. Man kann auch gar nicht so viel darüber berichten, weil es einfach so toll ist, das alles selbst zu entdecken und selbst zu rätseln. Wir haben sehr, sehr viel uns ausgetauscht darüber, was dahinter stecken könnte. Der Clou ist halt auch, dass wir wirklich alle 9 Jahre einen neuen Protagonisten haben sozusagen und aus deren Sicht berichtet wird und der oder diejenige halt in dieses Haus eingeladen wird. Es beginnt 1979 und also im Grunde sind das so kleine, so Kurzgeschichten, die immer so um die, weiß gar nicht, 50, 60 Seiten oder so, kommt das hin, lang sind. Und jeder Strang, das fand ich besonders cool, hat einen Twist. Er führt uns, also der David Mitchell führt uns jedes Mal wieder aufs Glatteis und man weiß nicht, was ist Realität und was ist Traum. Hier wird sehr, sehr viel mit Illusionen und mit Traum und Ängsten gespielt und auch der Leser gerät da immer wieder aufs Glatteis. Ich habe zwar einiges immer schon vorhergeahnt, aber so hundertprozentig sicher war ich mir nie. Und der Autor hat es immer wieder geschafft, mich zweifeln zu lassen. Oder ist es jetzt doch so? Oder doch so? Hä? Und am Ende gab es immer einen Clou, einen Twist. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich es fast ein bisschen schade finde, dass das Buch so dünn ist. Ich hätte gerne noch, ja, vielleicht noch so 2, 3 Abschnitte mehr gehabt, also noch mehr Opfer, die das Slate House bekommt. Aber irgendwann halt ist,
das Ende. Also sie haben auch immer einen gewissen Zusammenhang, was ich auch schön fand. Das heißt, es ist nicht einfach nur eine Aufzählung von Kurzgeschichten und wie diese Personen zum Slate House kommen, sondern diese Personen sind irgendwie miteinander verwoben oder diese, ja, so ein bisschen wie der Schmetterlingseffekt, ne? Also dadurch, dass diese Person dorthin gelangt ist, hat das in der Welt das und das ausgelöst, woraufhin irgendwie diese Person auch auf dieses Haus gekommen ist. Und ja, es hat so ein bisschen was Schauriges, aber eben nicht dieses klassische Geisterhaus. Es hat viel Übernatürliches, aber auch viel Philosophisches. Es gibt viele Probleme, psychische Probleme, die die Protagonisten haben. Und ich finde, die Personen sind sehr gut ausgewählt, weil die sehr interessant sind. Nicht immer sehr sympathisch, aber irgendwie haben die was Besonderes an sich. Und ja, ist ja nicht umsonst, dass die irgendwie ausgesucht werden. Ja, ich will nicht zu viel verraten, aber das war wirklich was Außergewöhnliches, was ich so noch nicht gelesen habe. Einmal der Form halber, wie es geschrieben wurde, wie es aufgebaut war. Die Sprache fand ich teilweise echt schön und auch wirklich den Figuren angepasst. Irgendwie hatte man das Gefühl, dass der Schreibstil immer anders ist, weil wir auch immer aus der Sicht der Protagonisten das Ganze geschildert bekommen. Und der Schreibstil hat sich dem Charakter der Figur angepasst. Im ersten Abschnitt hatte ich so, oder ein paar Mal hatte ich so ein bisschen Alice im Wunderland-Feeling. Also es ist manchmal auch sehr skurril, aber es lässt sich gut lesen. Ich habe zu Anfang so ein bisschen Angst gehabt, dass es sehr literarisch ist und zu verschachtelt, dass man es gar nicht versteht. Aber es ließ sich gut lesen, es ließ sich einfach weglesen. Dennoch hatte es auf jeden Fall was Niveauvolles und war nicht einfach irgendein ja, Geschlachte und Bluthorror. Also das ist es rein gar nicht. Es gibt so ein paar schaurige Momente, aber man muss da jetzt keine Angst vor Horror haben. Also ich glaube, dass sich hier auch viele Leser rantrauen können, die sonst gar nichts mit Horror am Hut haben, sondern gerne ein bisschen skurrile Geschichten mögen und ein bisschen dem Übernatürlichen natürlich nicht abgeneigt sind, dann seid ihr hier auf jeden Fall richtig, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Es sind ja auch nur 237 Seiten. Also für Leser auf der Suche nach dem besonderen Buch hier, schaut mal rein. Ich weiß nicht, ob ihr David Mitchell schon kennt. Der hat ja auch den Wolkenatlas geschrieben. Das ist ja so ein ziemlicher Oschi. Und der wurde ja auch verfilmt in einer Mega-Verfilmung. Und auch da ist ja sehr viel verwoben mit vielen verschiedenen Zeitebenen. Auch hier hat das so ein bisschen mit Zeit zu tun. Zeitreisen möchte ich nicht sagen, aber mit verschiedenen Zeitebenen. Und da sieht man so ein bisschen Parallelen. Wolkenatlas habe ich nicht gelesen, schreckt mich, muss ich auch ehrlich sagen, ein bisschen ab. Und auch der Film, der hat mich ein bisschen verwirrt hinterlassen. Das Ende hier fanden wir beide auch echt ziemlich gut, auch wenn wir so ein, zwei Punkte haben, wo sich so ein bisschen Interpretationsspielraum offen lässt und wo wir das Ganze gerne noch weiterverfolgt hätten. Aber ansonsten klärt das Buch auch einiges auf, wo ich auch nicht mit gerechnet hätte, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte gedacht, dass es hier viel offen bleibt und sehr viel mehr Interpretationsspielraum behält. Aber ich finde es gut, dass hier einiges sehr viel Sinn gemacht hat. Kann natürlich auch sein, dass das Sinn gemacht hat, weil wir uns eben sehr viel darüber ausgetauscht haben und sehr viel dadurch ja, das Ganze entschlüsselt haben, könnte man sagen. Also, hat richtig viel Spaß gemacht, mit dir zu lesen, liebe Sarah. Schaut auf jeden Fall auch in ihren Lesemonat April vorbei, da spricht sie auch über Slate House und vielleicht macht sie auch ein Einzelvideo dazu, hatte sie gesagt. Ihr werdet dieses Buch auch sicherlich nicht das letzte Mal auf meinem Kanal gesehen haben. Und ja, ich halte ein bisschen mehr die Augen offen, was David Mitchell angeht. Mal schauen, was er alles noch so geschrieben hat. Und weiter geht's mit einem Highlight. Ja, ich sag ja, es war der Monat der Highlights. Nevernight, das Spiel, ist der zweite Band der Nevernight-Reihe von Jay Kristoff und habe ich ebenfalls in einer Leserunde gelesen mit einigen lieben Mädels, mit Sarah Sophie, mit der lieben Kali, mit der lieben Jenny und den dritten Band lesen wir jetzt außerdem auch noch mit der lieben Julia. Wir sind gerade dabei. Ja, und das war ein Fest, könnte man sagen. Es hat echt viel Spaß gemacht und auch oft über diese Reihe, über dieses Buch habe ich in den letzten Videos schon viel gesprochen.
Den ersten Band fand ich ja auch schon richtig toll, habe ich allerdings nur in Anführungszeichen 4 Sterne vergeben. Ich war jetzt nicht komplett auf diesen Highlight-Zug aufgesprungen, wo ja viele gesagt haben, das war ihr großes Fantasy-Highlight. Ich fand es auch super, für mich war es auch was Besonderes, aber ich hatte doch einige Kritikpunkte. Und in diesem Buch, das fand ich das Faszinierende, wurden im Grunde alle meine Kritikpunkte aufgenommen und verarbeitet. Und das war richtig toll. Und demnach konnte ich diesem Buch auch nur mehr Sterne geben als dem ersten. Ich habe dennoch einen kleinen Kritikpunkt, aber den möchte ich erstmal zurückstellen und warten, wie er den ja im dritten Band denn umsetzt. Denn letztendlich bei dem Ende, was er diesem Finale, was er hier geliefert hat, kann ich dem Buch eigentlich nur 5 Sterne geben. Aber wie gesagt, ich lasse mir noch ein kleines Hintertürchen offen, muss dann noch ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht sind es auch nur 4,5. Ihr wisst, ich bin sehr kritisch, aber insgesamt kann ich euch das Ganze nur empfehlen. Wer diesen ganzen Einheitsbrei in der Fantasy nicht mehr lesen mag und auch besondere Sprache möchte, einfach ein bisschen was Ausgefalleneres und auch was sehr Erfrischendes, dem kann ich diese Reihe nur empfehlen. Hier geht es um Mia, die sich zu einer Assassinin ausbilden lässt, weil sie Rache ausüben möchte an den Männern, die ihre Familie umgebracht hat. Und ja, im ersten Band treffen wir sie an, wie sie dann später auf die Schule der Roten Kirche geht, wo sie sich eben zu Assassinen ausbilden lässt. Und im zweiten Band verfolgen wir ihren Weg der Rache weiter, wo sie sich dann einem Gladiatorenteam anschließt und dort in Gladiatorenkämpfe mitkämpft. Das Ganze ist sehr actionreich, das Ganze ist sehr blutig und gewalttätig, die Sprache ist unglaublich derb und vulgär. Das ist auch ein Kritikpunkt, den ich im ersten Band so ein bisschen hatte. Ich mag vulgäre Sprache eigentlich überhaupt nicht. Hier muss man das allerdings als Stilmittel im Grunde ansehen und ein bisschen mit einem zwinkernden Auge, weil das Ganze hat unglaublich viel Humor und Sarkasmus, was so ein bisschen auch mit den Erzähler zusammenhängt. Der spricht nämlich den Leser immer wieder an und erklärt ihnen vieles auch in Fußnoten, was ein weiteres Stilmittel ist, was mich manchmal ein bisschen aus der Geschichte herausreißt, aber es hat eben auch was Besonderes. Und wenn die Fußnoten besonders kurz sind, dann finde ich die immer sehr, sehr gut eingesetzt. Wenn die aber so einen ganzen Block erklären und eine ganz neue Geschichte erzählen, dann finde ich, man, ja, wäre vielleicht ein ganz kleiner Kritikpunkt, aber wirklich meckern auf hohem Niveau. Was meine Kritikpunkte anbelangt im ersten Band, war halt auch, dass die Protagonistin Fähigkeiten hat, wo ich immer das Gefühl habe, sie schummelt, weil sie gegen anderen kämpft und immer gewinnt, weil sie halt heimlich ihre Fähigkeiten anwendet und weil sie sehr overpowered ist. Außerdem hat sie ja eine kleine Schattenkatze in ihrem Schattenleben. Diese Katze ernährt sich, Fliege, von ihrer Angst. Und dadurch, dass sie so wenig Angst hat, ist sie natürlich sehr, sehr, hat sie natürlich so ein Draufgängertum und denkt nicht viel nach und hat natürlich viel mehr Vorteile. Das war mir alles ein bisschen overpowered und ich fand auch diese Geschichte, im Grunde braucht sie doch auch ihre Angst und das wurde mir irgendwie zu wenig thematisiert. Aber genau das alles wurde im zweiten Band aufgefasst, dieser Konflikt mit ihrer Angst und dass sie vielleicht auch ein bisschen zu leichtsinnig wird und zu kaltschnäuzig wird, dadurch, dass sie nie Angst empfindet, dass sie sich nie Sorgen macht. Und im zweiten Band erfährt sie halt eine wirklich tolle Entwicklung, die mich ihr auch viel näher gebracht hat, was mir so ein bisschen im ersten Band gefehlt hat. Ja, und wie gesagt, das Finale, das war mit so vielen Wendungen und Twists aufgeladen und so actionreich und mit so viel Puh. Ja, also da konnte ich das nur mit einem Wow-Moment zuklappen und ich hoffe wirklich, dass der dritte Band da anschließt. Also wir haben bisher jetzt 200 Seiten im dritten Band und deswegen kann ich noch nicht so viel sagen, weil das Ganze hat, glaube ich, knapp 800 Seiten. Werde ich denn ja im Lesemonat Mai mehr von berichten. Ich habe halt schon gehört, dass der dritte Band nicht so gut angekommen sein soll wie der zweite und der erste, aber ich möchte mich davon jetzt nicht irgendwie einlullen lassen, weil bisher ja, habe ich immer noch unglaublich viel Freude daran und
Ja, hab immer wieder Überraschungen und man darf sich auch nicht zu sehr an irgendwelche Figuren gewöhnen und ja, weil die auch gerne mal über den Jordan geschickt werden, so ein bisschen wie bei Game of Thrones und das finde ich halt auch sehr erfrischend und sehr mutig und der Autor mag halt auch keine Happy Ends und das Ganze macht das Ganze überhaupt nicht vorhersehbar. Ja, auch diese Reihe kann ich sehr empfehlen und werde ich vielleicht auch irgendwann mal ein eigenes Video zu drehen. Mal schauen, wenn ich denn den dritten Band beendet habe. Ich habe mich so ein bisschen geärgert, dass ich vieles aus dem ersten Band vergessen habe. Zum Glück hatten wir Kali in der Gruppe, die viel Wissen wieder auffrischen konnte, weil sie es gerade erst beendet hat und nochmal das Hörbuch gehört hat. Also sie hatte da viele Details im Kopf. Aber insgesamt würde ich gerne die Reihe nochmal von vorne bis hinten komplett hintereinander weglesen, um die ganzen Zusammenhänge noch mehr im Fokus zu haben. Also es wird eine Reihe, die ich auf jeden Fall irgendwann nochmal lesen werde. Ja, und das Buch, was ich begonnen habe, mittlerweile beendet habe, ist Enemy von Ian Reid. Vielleicht wisst ihr es, Ian Reid ist der Autor von The Ending und The Ending war ja letztes Jahr, war das letztes oder vorletztes Jahr? Ich glaube letztes Jahr mit eines meiner Highlights in den Top 7. Ich glaube, es war sogar in den Top 3. Und das war so ähnlich wie bei Never Night, ist es einfach mal ein Autor, der sich etwas traut in diesem Genre des Psychothrillers. Ich finde auch noch nicht mal, dass es so richtig in dieses Genre passt. Es ist im Grunde ein eigenes Genre. The Ending war vielleicht sogar mehr Psychothriller als Enemy noch, aber beide, kann man sagen, gehen in eine ganz eigene Richtung. Es ist ein philosophischer und psychologischer Spannungsroman, wo man lange nicht weiß, wo das Ganze drauf hinausläuft und man viel miträtseln kann. Bei The Ending habe ich ein bisschen was geahnt, aber genau wie das geendet hat, in welchem Ausmaß, konnte ich nicht vorhersehen. Bei Enemy habe ich es tatsächlich auch geschafft, mir einiges zusammenzureimen, aber trotzdem fand ich es nicht dadurch irgendwie schlechter, sondern ich fand es wieder sehr, sehr gut gemacht. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, weil ich das ja nur im April angefangen habe. Hier geht es um, ja, im Grunde um Junior und um Hen. Das ist ein Ehepärchen, was auf einer Farm lebt und sie bekommen eigentlich niemals Besuch. Sie wohnen ganz abseits und sie bekommen aber eines Nachts Besuch von einem Auto mit grünen Scheinwerfern und dort tritt ein Mann heraus und er berichtet Junior, dass er jetzt ja ihm eine frohe Botschaft überbringen darf, denn er darf bei einem Forschungsprojekt mitmachen. Er wurde in die nähere Auswahl gebracht jedenfalls, also man weiß es noch nicht genau, ob er da mitmachen darf, aber er wurde auf jeden Fall in die nähere Auswahl genommen und er wird ihn jetzt ein bisschen untersuchen und ihn befragen, um weitere Daten zu erheben. Ja, mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen, damit man so viel wie möglich oder so wenig wie möglich voreingenommen ist. Ich habe mir auch hier die Klappe vorher nicht nochmal durchgelesen, weil ich wusste, das wird ein Trip sein. Ja, aber mehr möchte ich jetzt nicht berichten, weil sonst nehme ich das ja alles vorweg und brauche das im Grunde im Mai nicht nochmal erzählen. Ja, und dann habe ich ja noch zwei Hörbücher gehört. Das eine war Ein Akt der Gewalt. Ich muss mal eben gucken, wie der Autor hieß. Genau, Ein Akt der Gewalt von Ryan David Yahn, gelesen von David Nathan. Und zwar haben wir dieses Buch ja gelesen bzw. gehört für unseren Live-Hangout. Den werde ich euch auf jeden Fall auch in der Infobox verlinken. Da haben wir über dieses Buch gesprochen, unter anderem mit den Bookfriends, mit Maike und Anja und der lieben Steffi vom Kanal Seitengeist und der lieben Melanie von Melanie liest. Wir haben erst einen kleinen spoilerfreien Teil gemacht und haben über das Buch gesprochen, wie es uns gefallen hat. Und dann sind wir aber auch ins Detail gegangen und haben viel über das Buch reden können, weil da steckt einfach so unglaublich viel drin. Es geht um einen, ja, eigentlich um ein wahres Verbrechen. Ein junges Mädchen oder eine junge Frau wird in einem Wohnkomplex erstochen und vergewaltigt. Und das Ganze wird von mehreren beobachtet und niemand holt die Polizei. Niemand kommt ihr zu Hilfe. Das klingt sehr, sehr grauenvoll und das ist es auch. Aber was dahinter steckt und so ganz einfach ist das Ganze nicht, dass man sagt und auf die zeigt und sagt, warum habt ihr nicht geholfen? Das war doch ganz eindeutig. Denn so eindeutig war es in diesem Fall nicht.
Wir bekommen das aus der Sicht von der jungen Frau, von dem Opfer geschildert, was natürlich besonders grauenvoll ist, wie sie da liegt und überall um sich herum die Wohnung sieht und wo auch Menschen drin sind und Lichter brennen und sie einfach keine Hilfe bekommt. Und ja, wenn man den Fall kennt, dann weiß man auch, wie das Ganze ausgeht. Ich wusste das nicht mehr und ich habe es mir auch nicht nochmal durchgelesen. Wusste jetzt nicht, ob sie überlebt oder nicht. Aber ich glaube, die meisten wissen es. Das Besondere ist, dass wir das Ganze nicht nur aus der Sicht des Opfers geschildert bekommen, sondern auch aus der Sicht des Täters und aus der Sicht von vielen Anwohnern, die halt ringsherum wohnen und ihre eigenen Probleme haben und irgendwie miteinander verknüpft sind und ja, irgendwann auch so ein bisschen diese Tat mitbekommen, auf die eine oder andere Weise und manche mehr und manche weniger. Das Ganze war halt noch umso krasser, weil jeder eben sein Päckchen zu tragen hatte und nicht nur alltägliche Päckchen, sondern es ging um Korruption der Polizei, es geht um Rassismus, es geht um Kindermissbrauch, es geht um Homosexualität, es geht um versuchter Selbstmord. Also da steckt unglaublich viel drin. Das war auch ein kleiner Kritikpunkt, den ich an dieses Buch hatte. Das war mir fast ein bisschen too much. Es hätte es gar nicht gebraucht. Also ich hätte es auch in Ordnung gefunden, wenn sie eher alltägliche oder weniger schlimme Probleme hätten und das Ganze gezeigt haben, dass es auch im Alltag einfach passieren kann, dass man diesen schlimmen Mord irgendwie übersieht und irgendwie denkt, die anderen werden es schon richten. Aber dadurch war natürlich umso mehr Diskussionsbedarf bei uns im Hangout. Also da hatten wir jede Geschichte für sich, hatte was Diskussionsbedürftiges und gab es nicht nur schwarz und weiß. Das fand ich an diesem Buch auch wirklich gut, dass man, wie gesagt, nicht auf irgendeinen zeigen konnte und sagen konnte, der war von Grund auf böse und hat alles falsch gemacht und ich kann nichts davon nachvollziehen. Okay, bei manchen, die hätte man dann schon ganz gerne gewürgt, aber viele waren halt in Graustufen gezeichnet. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schaltet auf jeden Fall in den Hangout rein. Ich habe das Gefühl, ich habe es jetzt nicht ganz so gut rübergebracht, aber es hat einen doch ein bisschen runtergezogen. Ich habe das Buch ja gehört. Es gibt leider nur die gekürzte Fassung auf Audible. Aber ich hatte jetzt im Hangout jedenfalls nicht so das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe, was die anderen irgendwie wussten und ich nicht. Ja, schaut auf jeden Fall rein, kann ich sehr empfehlen. Und wenn es nur der spoilerfreie Teil ist, dann wenn ihr das Buch noch lesen wollt. Ja, und ein Hörbuch habe ich noch gehört, das war aber auch im Grunde nur sehr, sehr kurz, ging nur so 2,5 Stunden. Und zwar war das eine Live-Lesung von Jürgen von der Lippitz, einen kleinen Moment, beim Dänen singe ich Balladen. Ja, und er hat das eben live gelesen mit seinen Kollegen und Freunden Jochen Malmsheimer und Caroline Kebekus und die lesen ja viel zusammen und finde ich, sind ein tolles Team und ich mag Jürgen von der Lippe sehr, sehr gerne und besonders, wenn er das selbst liest. Beim Denen singe ich Balladen sind im Grunde Kurzgeschichten, kurze Essays über den Alltag, viel natürlich über Beziehungen zwischen Mann und Frau, aber eigentlich von vorne bis hinten unterschiedlich. Also es hat, glaube ich, nicht mit irgendwas sonst zu tun. Vieles, was er selbst erlebt hat, denke ich mal, also viel inspiriert von ihm. Es war leider auch gekürzt. Ich fand es ein bisschen schade, dass da nicht noch mehr drin vorkam. Aber ja, auch das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. War sehr, sehr lustig und hat eine gute Laune gemacht. Schöner Kontrast zum Ein Akt der Gewalt. Ja, ich glaube, das war es dann auch. Dafür, dass ich gar nicht so viel gelesen und gehört habe, habe ich jetzt doch viel gesprochen. Aber es war halt wirklich auch kein Flop dabei. Ein Akt der Gewalt fand ich auch unglaublich eindrücklich, auch wenn ich Kritik hatte bei manchen. Aber die anderen Bücher, alles Highlights. Top, so kann es weitergehen. Ich hoffe, dass im Mai das ähnlich verläuft. Angefangen hat es auf jeden Fall schon mal gut. Ich hoffe, ihr hattet auch einen schönen Lesemonat April. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.